So. Heiße Verfolgungsjagd. Da waren wir zuletzt. Jawohl. Gehen wir da rein. Okay, kein Bayonetta-Model, also Cutscene. Wahrscheinlich. Soll der Sound so? Luca? That's right. Anscheinend. One and only Luka. Hang on. Have we met before? I think I remember you, Riot Girl. Extra ingenue. It's time I got going. Gotta find that voice. Later, ladies. Kitty, why don't you look after him for me? What? Me? By myself? Lesson two. Learn to fight for others, not just for yourself. I'm sure he'll give you lots of practice. And besides... What? You don't need my help, right? Wait! Oh, bin ich jetzt sie? Lol. Okay, wiederholt X für schnelle Hiebe. Und halte für besonders starke Hiebe. Mit A führst du mächtige Klingentechniken aus. Drücke Viereck, um 4 magisch aufgeladene Dartpfeile zu werfen. Y, nicht Viereck, mein Gott. Halte ZL, um Violas Katana zu werfen. Und Cheshire zu beschwören. Halte R, um Angriff mit Violas Katana für eine gewisse Dauer zu blocken. Blocken. Werfen. Hieb. Okay, und die Dodges machen keine Hexenzeit, sondern der perfekte Block. Die kann man öfter werfen. Okay. Wild. Moment, sie kann, wenn Cheshire draußen ist, weiterkämpfen. Was ist das denn? Die hat eindeutig den cooleren Soundtrack. Also sie hat eindeutig den cooleren Kampf-Soundtrack. Okay, und sie flitzt hier so. Was ist das für ein Chat? Okay, wir rennen mal weg. Oh Gott! Okay. Okay.
Kann man den blocken? Ja, kann man. Cool. Man kann ihn blocken. Magie-Ding, wo muss ich hin? Dahin. Gehe ich jetzt erstmal hier lang. Was hängt da? Okay, ich glaube, das ist Deko. Okay, da unten wird gekämpft. Was ist, wenn ich durch die Tür da gehe? Da ist noch eine Challenge. Lohnt es sich, die Kisten kaputt zu machen? Geben die viel Geld, ist die Frage. Warte mal. 806. Ah, nee, lohnt nicht wirklich. Was? In der Luft halten Greifpistole? Ah, cool. So, was ist die Challenge? Besiege alle Gegner. Ja, okay. So blockt er. Hallo? Was ist das? Nur Hexenzeit. Ach so, warte mal. Das ist ja ätzend. Gott, ist das nervig. Komm, schieß. Oh, das ist wie bei Zelda damals. Nervig. Bisher gefällt es mir sehr gut. Jetzt habe ich 60 Sekunden Zeit für den. Freude. Nein, der isst mich. Hallo, wie kurz soll sie sein, ja? Hey, Bami. Ich hasse ihn. Kann ich neu starten? Ja, mach. Also der Große ist ja ätzend. Das Dämonenreiten strengt an in den Leveln. Findest du? Find ich nicht.
Oh, ist das nervig. Wieso ist sie nur so kurz? Timing. Ey. Warum? Ich wollte nicht Aufnahme speichern, ich wollte... Ach, man kann sich ja nicht heilen. Wieder nix. Wir starten nochmal neu. Oh. Das war sehr gut. Wie nervig. Hallo? Wieso so kurz? Ich drücke nur nach vorne. Irgendwie muss ich zum Gegner kommen. Komm, greif mich an. Greif mich an. Ich darf nicht hauen vorher, ne? Also ich darf nicht einfach hauen. Ich muss wirklich nur laufen. Hallo? Ja, danke, Freunde. Ich bin nur gelaufen. Ich schwöre. Und irgendwie muss ich doch... Ich muss doch zum Boss hin. Wie soll ich denn hinkommen, wenn ich nicht laufen darf? Meine Fresse, ey. Also... Lächerlich. Ich mache nichts anders. Manchmal geht's, manchmal nicht. Es ist... Hä? Verstehe ich irgendeine bestimmte Mechanik der Hexenzeit nicht? Und jetzt kann ich rumfailen ohne Ende und es bricht nicht ab. Und jetzt bricht's wieder ab. Verstehe ich nicht. Ich darf nicht hauen. Aus, Goblin.
Hallo? Wieso darf ich nur einmal hauen? Also, for real. Ich mach nichts anders. Und dann bricht die instant ab. Ich versteh's nicht. Also, hat einer das Spiel gespielt und kann mir irgendwie die Geheimnisse der Hexenzeit erklären? Weil ich verstehe sie nicht. Ich mache genau das gleiche wie bei den Gegnern davor, wo die Hexenzeit ewig gehalten hat. Und jetzt bei ihm gar nicht mehr. Gibt's da irgendein Geheimnis, das ich nicht kenne? Wieso bricht die scheiß Hexenzeit immer ab? Gibt's irgendwo Tutorial? Kann sich irgendwo Tutorials angucken. Scheint nicht. Hier wahrscheinlich. Oh, Hexenzeit. Mal eben alles, wo neu ist, wegklicken. Umbra-Techniken. Achso, nee, das ist das. Das sind Gegner, da brauche ich nicht gucken. Das sind Dämonen, da brauche ich auch nicht gucken. Strider ist jetzt schon als guter Charakter gelistet. Ist schon ein bisschen Spoiler. Ich will eben nur überall ein Neues weg haben. Das ist so ein... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum meine Hexenzeit da immer abbricht. Ich habe jetzt schon, ich habe das Gefühl, wenn ich dashe mit ZR, bricht sie weniger ab, als wenn ich nach vorne drücke. Also wenn ich nur nach vorne drücke. Da, sie bricht nicht ab. Sie geht vielleicht nicht ewig, aber... Ah, habe ich nicht gesehen jetzt. Ah, nicht der Move, der ist nervig. Komm. Ah,
so lange. Und wenn du dann schießt, dann... Schieß! So. Die ist quasi nie abgebrochen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Er macht einen Scheiß-Move. Okay, ist schon mal scheiße. Den kann ich nie blocken. Ich verstehe es nicht. Brich doch nicht ab, warum? Hör auf! Ich kann nicht mal nach vorne drücken und er bricht nicht ab. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe die Hexenzeit anscheinend nicht. Es ist übelst random, wann sie abbricht und wann nicht, irgendwie gefühlt. Also ich finde nicht den Grund, warum sie abbricht und warum nicht. Ich check es nicht. Es ist mega random einfach. Ich mache halt legit das gleiche, dreimal hintereinander. Einmal geht's, dann geht's zweimal nicht. Dann mache ich es wieder dreimal hintereinander, dann geht's zweimal und einmal nicht. Also keine Ahnung, das ist, irgendwas ist da random. Es ist auch egal, ob ich nur nach vorne drücke. Wenn ich dashe, bricht die auch manchmal ab. Wenn ich instant angreife und ins Leere schlage, verstehe ich das noch irgendwo. Wie soll ich die denn kriegen? Die kriege ich doch im Leben nicht. Wo ist die Katze? Wo ist sie hin? Wo ist die Katze hin? Das war mein Schatten, den ich da gesehen habe. Ich dachte, ich hätte die Katze gesehen. Da ist sie. Wie soll ich die kriegen? Ah, so. Man kann die Kurvenengel noch nehmen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die kriegen. Die rennt schneller, als ich dachte. Bayonetta rennt nicht so schnell. Oh. They must have fought hard. Right until the end. Da oben ist was. Luca's probably okay though, right? Da, auch wieder. Instant abgebrochen. Ich verstehe nicht warum. Vielleicht ist das irgendein Ding, das ich bei Viola nicht verstehe. Keine Ahnung. Bei Bayonetta hatte ich das Gefühl nicht, dass die so schnell abbrechen. Ich will da hoch. So.
Der Riese, danke für 8 Monate. Danke für deinen Resub. Und das ist nicht der Knopf für die Kaffeemaschine, das ist der Knopf für den Drucker. Dankeschön für 8 Monate. Dankeschön. Ich höre den Frosch. Der ist bestimmt oben auf dem Dach. Ja. Was ist das? Ach, das ist die Spinne. Ja, komm. Danke. Das sind diese Lieferspinnen.